Also Timo, da fangen wir mal an. Erste Frage. Wer gewann 1991 den Meistertitel in der DTM für Audi? Frank Bieler. Richtig. Echt? Ja. In welchem Jahr wurde das Team Phoenix gegründet? Boah. 1999. Was ist denn? Du hast doch durchgeguckt. 2013 sind wir in Brands Hatch gewesen. Brands Hatch, oder? Was für ein Schauspieler. Ja, Brands Hatch. Ja. In welchem Jahr gewann Mike Rockenfeller sein erstes DTM-Rennen? War das letztes Jahr, oder? 2013. Falsch. 2011 in Zandvoort. In welchem Jahr wurde ich geboren? Du? Jawohl. 82? Falsch. 83. Nicht schlimm. Wüsste ich bei dir auch nicht. Auf welcher DTM-Rennstrecke wurde oft der Bergische Löwe ausgetragen? Keine Ahnung. Hätte ich auch nicht gewusst. Zolder, Belgien. In welcher Stadt wurde ich geboren? Wahrscheinlich nicht in Neuwied, oder? Neuwied? Ja? Richtig. In welchem Jahr wurde die erste Saison der DTM ausgetragen? Das muss ich zurückrechnen. Was haben wir denn jetzt? Das ist natürlich schwierig bei 30. 14, 4, 94, 84. Richtig. Bei welchem Team habe ich meine DTM-Karriere begonnen? Rosberg. Richtig. Wie heißt der DTM-Song 2014? Die weißt du nicht, gell? Wir lassen das Dom in Köln, so, oder? Nein, wirklich. Kämpfe um dich. Also Mike, wer gewann für Audi 1990 den ersten Fahrertitel in der DTM? Ja, Bieler hatten wir ja 91, dann muss es Stuck sein. Strieze. Falsch? Nein, richtig. Wie viele Rennen gewann Audi insgesamt in der Saison 2013? Das ist schwierig. 2. Welche Rennstrecke war die längste im DTM-Rennkalender 2013? Die längste Rennstrecke. Zandvoort, keine Ahnung. Hockenheim. Ja, super. In welchem Jahr gewann Timo Scheider seinen ersten DTM-Titel? 2008. Richtig. In welcher Stadt ist Timo Scheider geboren? Das ist Koblenz. Lahnstein. Entscheide ich für einen. Lahnstein. Richtig. Sehr schön. Nenne eine Flugplatzrennstrecke, auf der die DTM in der Vergangenheit gefahren ist. Wo sind die denn früher noch gefahren? Diepholz. Yes. Sehr schön. In welchem Jahr wurde Timo Scheider geboren? 79. Schade, 78. Oh, wer war der erste DTM-Meister? Das weiß ich. Volker Striezek. Cool. Richtig. In welcher DTM-Saison war Timo Scheider schon mal bei Team Phoenix unter Vertrag? Das weiß ich auch. Das muss 2006 gewesen sein. Richtig, das war falsch. 2003. Ah, das erste Mal? Ja. Ah, bei Phoenix? Ja, ja. Ich habe an Rosberg gedacht. Jetzt kommst du. Wer singt den DTM-Song 2014? Glasperlen. Das ist ein Spaß. Wer hat dir das vorgesagt? Das kann doch nicht wahr sein. Glasperlenspiel, das kann man aber nicht. Ist okay. Ist okay. Hey, nicht schlecht. Ja.